Hallo zusammen. Ich wollte heute irgendwas sagen über die Inflation. Alle reden von Inflation und so weiter und so fort. Ja, und bei uns ist sie angekommen. Wir haben Preisaufschläge von den Lieferanten, Preisaufschläge beim Material und vor allem Preisaufschläge bei den Kühlboxen. Nicht nur vom Chinesen, sondern auch von den Transportkosten, Schiff und so weiter, Heukosten, Container, das Vierfache, was das vor Monaten gekostet hat. Ich habe auch hier einen Kühlschrank, den 66F, der hat einen Fehler, der hat nämlich kein Eisfach, nee, das ist Standard, und den hatten wir vom Preis mit 840 und ab nächstem Monat kostet der 908. Also einen massiven Preisaufschlag, auch die Transporte hier in Europa sind gestiegen. Und was es gibt, ist einen neuen Katalog, der wird jetzt neu gedruckt. Wir haben ja schon Kataloge gedruckt auf die Messe und die haben nicht stattgefunden. Und dieser Katalog hier, den verlinke ich euch natürlich unten. Und wir erwarten jetzt den auf der Druckerei und die alten Kataloge 2021 sind nicht mehr gültig. Also wenn ihr jetzt noch eine Kühlbox braucht oder einen Schrank, dann müsst ihr noch vor dem April zuschlagen. Die Kühlschränke, Solarkühlschränke, das sind ja Kühlschränke aus Haushaltskühlschränken, die heute in China gefertigt werden. Da ist je größer das Gerät, desto größer ist der Transportanteil. Die sind auch massiv hoch. Da sind wir noch am Nachkalkulieren, aber ich verspreche euch eins, dieser Katalog hier 2020 und die Preise, die darin sind, sind noch gültig bis April. Und ab 1. Mai haben wir auch hier dann einen neuen Katalog und höhere Preise. Ja, das soll es gewesen sein heute von der Inflationsfront. Wir kalkulieren relativ hart, aber irgendwann müssen wir mit den Preisen hoch. Das soll es gewesen sein für heute. Hier mache ich euch ein Video zu diesem Schrank. Die Batterien hier, die bleiben gleich, weil wir können sowieso nicht mehr liefern. Wir haben bestellt, die sind jetzt irgendwo im Indischen Ozean zurzeit und wir erwarten, dass wir Ende April dann lieferfähig sind mit der 100, 150 und der 200 Ampere. Das Video von dieser Batterie, das Video von diesem Schrank und ich wünsche euch einen schönen Tag.